Liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Dev-Blog. Und zwar geht es um Überwachungsinstrumente und die kugelsichere Kamera, die ja mit Operation Parabellum in das Spiel integriert werden. Und so langsam geht meine Stimme wieder. Ich habe trotzdem noch ja, Husten, beziehungsweise kann noch nicht wirklich ja, wieder normal reden. Bedeutet, ich kann den Song leider noch nicht aufnehmen, aber ich glaube, bis zum nächsten Monat sollte es dann doch wieder gehen. Wir sehen uns trotzdem jetzt hier diesen neuen Dev-Blog an. Er ist nicht wahnsinnig lang, also perfekt eigentlich. Obwohl man natürlich immer so viel Information haben möchte wie möglich. So, wir gucken mal. Auf dem Test für Operation Parabellum führen wir zwei neue Features ein. Wir verbessern die Benutzeroberfläche, UI, des Überwachungsinstrumentsystems und fügen ein Second-Gadget für Verteidiger hinzu, die kugelsichere Kamera. Änderungen an Überwachungsinstrumenten, also Kameras, Yokai-Drohnen, Valkyrie-Cams, Drohnen, alles solche Dinge. Derzeit sind viele einzelne Schritte nötig, um die Drohne oder Kamera zu erreichen. Doch die man sehen möchte, vor allem was man zwischen zwei aktiven Überwachungsinstrumenten wechseln möchte. Zum Beispiel, wenn Twitch zwischen der Steuerung ihrer ersten und zweiten Drohne wechseln möchte. Unser Hauptziel ist es, diesen Ablauf zu vereinfachen, eine bessere Nutzererfahrung und eine übersichtlichere Benutzeroberfläche zu schaffen. Ich muss sagen, ich fand das alte System eigentlich ganz gut. Ich meine, das sieht viel besser aus, aber ich fand es trotzdem irgendwie das andere besser. Aber wir werden uns an das auch gewöhnen. Dieses Bild ist ein früher Screenshot der neuen Benutzeroberfläche, die wir implementieren werden. Wie ihr unten links in der Ecke sehen könnt, haben wir die schwarzen Punkte, die die Überwachungsinstrumente darstellen, mit tatsächlichen Symbolen Instrumente ersetzt, die euch zur Verfügung stehen. Ja. Wir sehen sie hier, normale Kameras, Valkyrie Cams, Yokai und da haben wir nämlich schon einen neuen Leak. Ja, das ist unser neues Gadget, weil, wie ich hier auch oben gerade sehe, wir haben Maestro im Team und das, sein Gerät hat anscheinend auch eine Kamera. Zu gucken. Natürlich, er schaut ja über sein Handy, er muss ja irgendwie sehen. Das ist interessant. Einer der Hauptvorteile dieser Änderung ist die Möglichkeit, während der Vorbereitungsphase durch die Drohne eurer Teammitglieder zu sehen und somit eure eigene Drohne aufheben zu können oder halt dumm markieren. Es wird außerdem deutlich einfacher sein, durch die Liste der verfügbaren Kameras und/oder Drohnen zu scrollen. Darüber hinaus wird unserem Team somit zukünftig eine größere Freiheit bezüglich neuer Operator mit komplexen Informationen liefernden Instrumenten gewährt. Ich fand es trotzdem mit DNA besser, wenn man es einfach schon so drin hat. Jetzt sind es halt Q und E, ist aber auch wahrscheinlich nicht so schlecht, ne? Die kugelsichere Kamera. Sechs Verteidiger werden die kugelsichere Kamera als Sekundärgerät erhalten. Dieses neue Gerät räumen ihnen mehr Möglichkeiten ein, wenn es darum geht, Ziele zu halten und Angriffsstrategien zu kontern. Die kugelsichere Kamera ist von vorne unzerstörbar, aber von der Seite kann sie zerstört oder zerschossen werden, auch von hinten übrigens. Sie kann mit Fletchers EMP-Granaten und Twitches Schockdrohnen gekontert werden. Sie kann Gegner scannen und durch Rauch sehen. Sie kann nicht geworfen werden und muss platziert werden, ähnlich wie Jägers Elster, also Jägers EDS. Ja, kleiner Fun Fact: Fletcher setzt diese nur außer Gefecht für Sekunden, ich glaube 10, 15 Sekunden, oder sogar 20. Genau wie Pulssensor, ja, das setzt einmal außer Gefecht, aber geht danach wieder. Twitch kann sie allerdings zerstören von der Seite halt. Dies ist die erste Liste der Operator, denen eine kugelsichere Kamera zur Verfügung stehen wird. Natürlich, wie wir hier gleich sehen, alle anstatt einem Schild oder dem Stacheldraht. Und das wären Frostdog, Mute, Kessel, Kavaira und Witchel. Wir erwarten, dass den Verteidigern mit der kugelsicheren Kamera ein alternatives Überwachungsinstrument geboten wird und so etwas mehr Abwechslung in die Operatorwahl gebracht wird. Sie können außerdem auch Strategien wie das Rauchgranate platzieren, Metagame kontern. Ja, also das Smoke Plant Ding. Ich flash alles mit Ying Smoke, als du die ihre Smokes verloren hat zum Glück. Dass sie da mehr Teamplay hier gefragt ist, aber trotzdem noch genutzt werden kann, aber alles zu smoken, mit jedem Flashen, Diffuser planten, absichern, gewinnen. Das ist ja auch häufig in der Pro League verwendet worden, beziehungsweise jetzt auch noch.
ja, macht das Ganze schon und dann noch Laien dazu. Ja. Nach der Einführung der kugelsicheren Kamera müssen Angreifer vielleicht zweimal überlegen, bevor sie einen Zielpunkt stürmen und den Entschärfer platzieren. Nun müssen sie nämlich entscheiden, ob sie die kugelsichere Kamera kontern wollen oder das Risiko akzeptieren und den Entschärfer platzieren. Wir würden gerne hören, was ihr davon haltet. Bla bla bla. Okay. Also wir sehen hier zwei neue Dinge, über die ich mich sehr freue. Über beide Sachen, ich meine, die Bulletproof Cam ist mal wieder so ein neuer Wind. Also wieder so ein Gadget rein. Was mal wieder nicht gleich OP ist so auf den ersten Blick. Natürlich kann natürlich sein, ich habe es auf dem Testserver gespielt, hat geholfen, hat jetzt aber auch nicht wirklich so viel. Es ist halt eine Valkyrie Cam, halt nur besser oder schlechter möchte ich jetzt noch gar nicht sagen. Dafür habe ich so noch zu wenig gespielt und noch zu wenig Vorteile und Nachteile rausgeholt. Wie wir hier halt auf dem Screenshot noch sehen. Das ist also das schaut aus wie so ein Tachanka, ne? Ich sehe die Memes jetzt schon. Also das Ding kann auch ja, also die Kamera, die auf vielleicht noch Maestro zugreifen kann, vielleicht aber auch alle. Wir werden das wissen. Es kommt gleich noch ein anderes Video, denn zu Maestro gab es nämlich eine ganz coole Theorie, wo ich mir dachte, kann sein, hat auch wirklich so die Fakten, wo ich mir dachte, ja, kann sein. Würde ich sogar ganz, ganz, ganz geil finden. Und dazu kommen wir nämlich gleich. Aber dieses Video ist erstmal zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.